Innsbruck, Tivoli Alt, 24. Juni 2003, Ehrenanstoß beim Spiel des Jahres, standesgemäß durch Günther Mader und Ernst Vettori. Beim Aufeinanderprallen zweier Welten, unzählige waren gekommen, um die Präsentation der neuesten Ausgabe des Tiroler Literaturmagazins Cognac und Biskotten zu erleben und Zeuge einer Partie zwischen einer Literatenauswahl und dem Club of Masters zu werden. Und so dominant sich die Weltmeister und Olympiasieger anfänglich am Feld präsentierten, bereits nach 10 Minuten stand es 3:0 für die voll konzentriert zu Werke gehenden Masters. So pointiert hatten zuvor die Schreiberlinge die Welt des Fußballs auf die Schaufel genommen. Etwa Kobi Macher, Thomas Schafferer mit einem Foul von hinten am abwesenden Ali Hörtnagel. Alfred Hörtnagel ist eine aggressiv kurbelnde Mittelfeldkampf- und Aufmischmaschine, hart im Austeilen und nicht zimperlich im Einstecken. Alfred Hörtnagel sitzt seinen Gegenspielern im Nacken wie eine Zecke und lässt erst dann von ihnen ab, wenn jene den Ball verloren haben oder nicht mehr gefährlich werden können. Gefährlich, Schafferers Alleingang im Mittelfeld. Ui, und der anschließende Zusammenbruch. Der Hans Krankl der Literatur, Franz Obel, kann die Situation aber glücklicherweise klären. Der Fußball, meine Lieben, hat etwas Kurioses. Schon dass er einzig ist, unwiederholbar, macht so schnell ihm keiner nach. Der Fußball, meine Lieben, hat etwas Kurioses, leicht Perverses, weil er so x-beliebig kommt, so grundeinig, so rundherum daher. Der Fußball schmeckt nach Marzipan und Knoblauchbrot, nach lauem Lüftchen, husch, 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 nach jetzt will ich nicht alleine sein. Kalt ist der wie Leberkäse, ausgeraucht und warm wie Sperma beim Mund. Der Fußball grinst, wenn er die Gänsehäute die Rücken runterlaufen sieht und weint, wenn man ihm ungerührt entgegentritt. Der Fußball, er bringt nichts, nimmt nichts mit, ist einfach da, macht sich's bequem. Der Fußball, meine Lieben, ist etwas Kurioses. Schon was er einzig ist, unwiederholbar, macht so schnell ihm keiner nach. Jawohl. Dann die Literaten aber mit technischen Finessen wie hier. Großartiger Ballkontrolle und viel Übersicht. Einem Andreas Moser mit tollen Reflexen als absolutem Rückhalt im Tor. Und schließlich dieser großartigen Szene von mir. Das Unmögliche plötzlich Realität. Der konzentrierte Geist siegt über die Unkoordiniertheit des Körpers. Riesenjubel auf den Tribünen über das 1:3 der Literaten und die Bestätigung der Worte Thomas Schafferers über fußballspielende Literaten. Er mimt manchmal den groben Rüpel am Platz, doch artikuliert er sich sehr, sehr intelligent und in gehobener Weise und spricht mit feiner, überlegter Klinge. Es war, obwohl es der Gegner physisch wie körperlich überlegen war, ein großartiges Spiel. Dessen Endstand angesichts dieses herrlichen Tores niemanden interessiert, das aber dennoch alle Beteiligten bis an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit treibt. Es ist eigentlich so, dass wir versucht haben, auszutesten, ob Literaten die besseren Fußballspieler sein oder ob Fußballer die besseren Literaten sein. Aber das Zweite haben wir nicht getestet. Also wir sind draufgekommen, dass Literaten sicherlich nicht die besseren Fußballer sein, aber ansatzweise schon. Wir waren von der ersten bis zur letzten Minute drückend überlegen, aber die Chancen, die man nicht hat, vergibt man nicht, wie so schön heißt im Fußball. Aufgegeben hat man noch einen Brief, verspielt hat 90 Minuten vor dem Spiel, ist nach dem Spiel, und das haben wir uns alles zu Herzen genommen und noch gesehen, dass sich das einfach großartig ausgewirkt hat. Und wie heißt es so schön? Der Sieger war wieder einmal der Sport und die Literatur und ich.